Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guns of Boom hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute ist es endlich soweit. Wir werden hier unseren Community-Clan gründen, aber jetzt nicht gleich zu Beginn, denn ich würde sagen, wir spielen zuerst mal eine kleine Runde Guns of Boom hier. Nicht die Kopfgeldjagd. Wir spielen heute ein ganz normales Spiel und da wird auch schon das Spiel gesucht. Ja, wie in jedem anderen Spiel, was ich hier regelmäßig auf dem Kanal bringe, werde ich auch bei Guns of Boom hier mal einen kleinen Clan gründen, wo ihr teilnehmen könnt. Denn ein Clan bringt natürlich immer Vorteile. Deswegen ja, brauche ich das fast, um euch hier auch ein paar Sachen zeigen zu können. Ja, im letzten Video haben wir ja hier den Modus Kopfgeldjagd etwas genauer unter die Lupe genommen und ich habe euch auch so gesagt, was mich da so stört an dem und was da so anders läuft. Aber ja, das habt ihr alles im letzten Video gesehen, habt ihr doch sicher gesehen. Falls nicht und ihr auch nichts von diesem Video wisst, dann aktiviert doch bitte die Glocke unter diesem Video, dann bekommt ihr immer sofort eine Benachrichtigung, wenn ein Video oder ein Stream von mir online geht. Wäre auf alle Fälle cool, wenn ihr das machen würdet. So, wir heilen uns hier gleich mal. Und ja, wir sind hier ziemlich, ja, die Teams sind hier sehr ausgeglichen. Boah, während, ja, okay, wie die schon hier stehen. Und der nimmt das Ganze etwas ernster, wie sich der schon da nach vorne schleicht. Wow, krass. So. Wow, der sniped hier, oder täuscht mich das? Yes, wir sind vorne. Ja, da hat er jetzt mich mit einer Granate. Aber ich habe ihn trotzdem hier gekillt. Gleich mal wieder heilen. Das leuchtet zum Glück immer rot hier. Ja, so. Jetzt dominieren wir. Ich habe hier sehr, sehr viele Kill-Assists. Wow, jetzt habe ich mich selber geblendet. Selber schuld. Und ich glaube auch meine Mitspieler. Nicht so toll, aber trotzdem haben wir das Ganze hier gut überlebt. Nee, da gehe ich jetzt lieber nicht. Wow! Okay. Das war jetzt, ja, blöd von mir. Und ja, wenn wir dann einen Clan haben, dann haben wir die, was dabei sind und ich, auch neben unseren Namen so coole Kürzel stehen, wie zum Beispiel hier gerade Wolf. Und ja, wie der Clan-Name heißen wird, viele von euch werden es wahrscheinlich schon denken können, wie das Teil heißt. Und ja, das erkläre ich euch nach dem Spiel. Der Clan wird wieder auf Anfrage eröffnet. Also ihr müsst anfragen und dann lasse ich euch rein. Und ja, ich werde ihn dann auch wieder nach jeder Woche etwas lehren, so wie bei Pixelgun. Um hier jedem die Chance zu geben, mal in meinen Clan zu kommen. Weil ja, die Clananzahl, also wie viele Leute drinnen sind, ist ja sehr, sehr beschränkt. Die sind oft sehr klein. Und ich habe hier doch hier über 41.000 Abonnenten, was richtig, richtig krass ist. Und ja, die haben halt nicht alle Platz. Also, wäre cool, wenn das so gehen würde. So, ha, ich habe den mit dem hier niedergemacht. Wow, was hat denn dieser Gegner für eine nice Waffe? So, ich muss aber mehr hier achten. Wow, der hat viel Schaden gemacht. So, den habe ich jetzt nochmal mit einer Granate ordentlich gegeben. Damit hier etwas Schaden hat. So, diese schwere MG oder was das ist, mag ich nicht so. So, Kill Assist. Wieder ein Kill Assist. Ja, da fliegt zwar eine Granate, hat aber nichts gebracht. So, oh, ich verstecke mich hier. Ah! Hab ich hier jemand abgesniped? Hat mich hier jemand gesniped? Wow. Jetzt liegen die Gegner aber nach. Boah, das ist so. Der macht das die ganze Zeit schon. Der macht das die ganze Zeit schon. Er steht hinter irgendeiner Ecke. Geht ganz langsam. Aber jetzt ist es vorbei mit dir. Jetzt ist es vorbei mit dir. So. Da habe ich jetzt auch meinen Rache-Kill geholt. Leider wird das hier nicht angezeigt. Und ich habe nichts verloren. Der hat mir keinen Schaden zugefügt. Und wir sind jetzt wieder vorne. So, ich hänge mich mal bei dem dran. Wenn man schon hier nicht einen Kumpel hat, mit dem man reden kann, muss man sich einfach hinten immer dranhängen. Finde ich, ist eine sehr, 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 sehr gute Taktik. Wupp. Und ich hoffe, er sieht den schon. Yes! Das war ein Selbstmord. Minus 15 Punkte. Nicht toll. Nicht toll. Aber ich hoffe, hier hat die Gegner auch was abbekommen davon. Ah. Hm.
Yes, das haben wir gut gemacht. Souverän. Somit sind wir auch jetzt weit vorne. Yes. Granatenkill läuft bei mir hier. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ah, komm. Bitte jetzt nicht killen lassen. Nicht killen lassen, sagte ich. Nein. Das war jetzt knapp. Aber wir sind eine neue Stufe aufgestiegen. Yes, Leute, wir haben hier Stufe 11 erreicht. Ja, da waren meine Mitspieler, haben das nicht so gesehen und haben sich hier noch zum Schluss killen lassen. Aber egal, wir bekommen hier 1000 irgendwas Gunbugs, sind hier Zweite im Team, verlieren zwar ein paar Pokale, aber na gut. Das können wir uns holen. Videoclips, nö, das will ich jetzt nicht. Hier haben wir 6000 Gunbugs, somit könnten wir unsere Rüstung upgraden. Aber nö, Leute, wir gründen jetzt, wie schon vorhin erwähnt, einen Clan und ja, Typ wählen. Auf Anfrage, ich mache hier Österreich, Clan-Rang lasse ich mal auf 0, denn ich bin ja selber noch nicht so gut. Wir werden den Rang aber dann mählich steigern, deswegen würde ich sagen, Clan gründen. Da muss ich das jetzt wählen, auf Antrag, Abzeichen wählen. Wir nehmen hier, was nehmen wir? So, ein Einhorn. Ich will das Einhorn. Will ich das in Pink? Nee, ich will das in Schwarz. Und Hintergrundfarbe will ich hier dieses Grau. Das sieht, ja, sehr, sehr cool aus, finde ich. Ja, egal. Drücken wir auf Anwenden, Leute. Somit haben wir unser Clan-Emblem bestellt, was ein Einhorn ist. Hashtag Einhorn rein. Ah, okay, ich muss hier zurückklicken. Beitrittsbedingungen. Gibt es eigentlich momentan nichts, kann man bestimmt alles ändern. Oh, und es kostet auch 500 Bucks. So, Clan-Name natürlich. Danny's Crew, Leute. Wie könnte es anders sein? Clan-Tag. Die DCRW. Müssen wir... Na, DCR nehmen wir. Dakr. Offizieller Clan. Nee. Nur Clan von Danny Online. Clan von Danny Online. Rufzeichen. So, Return. So, kostet 5000, die haben wir. Und machen wir. Somit könnt ihr jetzt in meinen Clan, Leute, wenn es funktioniert. Ja, und ich bin hier der Erste. Wie gesagt, auf Anfrage fragt einfach an und ich werde hier einige von euch aufnehmen. Kostet, nichts kostet da. 20 Leute können beitreten, gleich wie bei Pixelgun 3D. Ich habe hier alles auf die niedrigste Bedingung. Das heißt, es können alle von euch beitreten normalerweise. Es sollte hier nichts geben, dass da jemand nicht rein könnte. Deswegen, ja, kommt in meinen Clan. Ich freue mich auf euch. Wie gesagt, Danny's Crew. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal in einen Kampf rein, dass wir hier auch einen Sieg in diesem Video holen. Kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit verlieren. Das gibt's doch nicht. So. Hä, seit wann gibt's das denn mit dem Angreifen? Das ist mir neu. Schade, dass wir nochmal auf der gleichen Map spielen. Okay. Hat das jemand gesetzt? Nö. Aha. Also ist jetzt ein anderer Spielmodus. Ist jetzt... Hä? Ganz komme ich jetzt nicht drauf klar. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich glaube, wir bekommen jetzt Punkte, da wir jetzt diesen haben. Doch, ich habe das schon mal gespielt. Und jetzt müssen die Gegner versuchen, das einzunehmen. Okay. Aber wir haben den gut verteidigt. Die Gegner haben uns trotzdem gekillt. Klar, den Spielmodus haben wir schon mal gespielt. Schon lange her. So, jetzt nehmen wir aber ein. Da hinten ist einer. Wow, da verstecke ich mich. Verstecke ich mich natürlich. Verstecke ich mich noch mehr? Okay, aber wir haben ihn zurückerobert, souverän. Ja, wir verteidigen den hoffentlich. Kommt, Leute! Nein! So, ich gehe jetzt darauf, aber. Dann kann ich den von oben killen.
So, geht einer runter. Ist einer drinnen? Nö, muss ich wieder übernehmen. Okay. Ja, die verstecken sich da schon. Den hole ich mal runter. Ja. Kill Assist, wenigstens was. Ah! Der hat einen Sniper. Der hat einen Sniper. Nein! Verdammt! Die sind gut. Die sind gut. Die sind richtig gut. So Leute, und ja, falls ihr eine Anfrage geschickt habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren, wer da von euch eine Anfrage geschickt hat und wer nicht. Ah, da unten sind welche drinnen. Der Rossi. Ah. So, jetzt haben wir mal einen anderen Spawnpunkt. Gehen wir mal hier das von der anderen Seite hier an. Nein, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Er hat sich hier umgedreht. So, wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt, jetzt müssen wir den nur verteidigen. Da hinten kamen die. Da snipe ich mal zurück. Ah. So, wir haben den Punkt. Hab den ich gekillt? So, wir haben ihn noch immer verteidigt. Gut. So, ich nehme die Sniper. Das gefällt mir gerade dahin. Oh, der hat mich gesehen. Der wusste schon, wo er hin will. Der wusste schon, wo er hin will, Leute. Ah! Komm, 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 komm. Ja. The enemy captured point A. Ja, und ich capture den jetzt zurück. Haha, den habe ich schon gesehen. Wer den Überblick hat, Leute? Wer den Überblick hat? Okay, aber nicht so schlecht. Wir sind trotzdem 100 Punkte hinten. Wir haben den Punkt. Wir müssten jetzt ein paar Kills noch bekommen, damit wir hier die Punkte aufholen können. Aber was machen wir? Doch, es gibt hier Rache-Kills. Alles klar. Ha! Den habe ich aber noch gekillt. Den habe ich noch gekillt. Trotzdem werden sie Gegner schaffen, die 1000 Punkte vom Ende der Zeit noch zu holen. Ja, das schaffen die. Ja, 2 Sekunden vorm Abschluss der Zeit haben sie das geschafft. Aber na gut, Leute, wir waren der beste Spieler im Team. Das heißt ja schon mal was. Na gut, komm, weiter. Ja, wir verlieren somit auch 0 Pokale und gewinnen hier auch einiges. So, wir können hier unsere tägliche Belohnung nehmen von den 900 und auch 10 Gold. Wir verdienen 500 Punkte in Kämpfen. Werde ich jetzt noch abschließen. Aber dieses Video beende ich hier. Es ging hier um den Clan. Deswegen kommt vorbei, Leute. Indy, ja, wisst ihr Bescheid, wie sie heißt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Damit ihr das nicht verpasst, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.